In diesem Videoclip sehen Sie, wie man ein kostenloses Bankkonto bei Number26 eröffnet. Und im ersten Schritt schauen wir uns an, was man dazu braucht. Und zwar zuerst brauchen Sie eine E-Mail-Adresse, Sie brauchen ein modernes Smartphone, Sie brauchen zur Legitimation, ganz wichtig, einen Reisepass oder eine ID-Card bzw. in Deutschland den Personalausweis. Und was ich noch dazugelegt habe, ein Zettel und ein Stift. Und zwar die Kontoeröffnung, die findet online statt und Sie werden auch Ihre Zugangsdaten persönlich festlegen, inklusive Wunschpin denn für die kostenlose Mastercard. Und damit Ihr Passwort, was Sie selber festlegen und möglicherweise auch die PIN nicht vergessen, dass Sie sich das dann einfach notieren. Der Kontoantrag ist ziemlich einfach, ziemlich kurz. Sie können ihn machen entweder hier am Computer, an so einem großen Monitor mit der Eingabe über die Tastatur, was ich persönlich sehr bequem finde. Wenn Sie jetzt aber gerade in diesem Videoclip sehen, wenn Sie unterwegs sind, auf dem Smartphone, jetzt bei YouTube oder auf unserer Webseite, können Sie auch das Konto von unterwegs eröffnen. Voraussetzung ist noch eine gute Internetverbindung. Sie wechseln dann einfach, wenn Sie jetzt den Clip auf unserem Webportal sehen, über den Link auf die Webseite von Number26 und gehen dort auf den Button Jetzt Konto eröffnen und schon starten Sie den Prozess der Kontoeröffnung. Wir können ja kurz mal reingucken in den Clip von Susanne. Susanne hat vor kurzem das Konto eröffnet und ich durfte sie bei der Kamera mit der Kamera begleiten. Und von daher können wir jetzt auch sehen, wie die Kontoeröffnung funktioniert und wie das mit der Legitimation funktioniert. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Adenau. Mein Name ist Kai. Ich werde Sie durch die Identifizierung leiten. Schönen Tag. Sie nennen Ihre E-Mail-Adresse, mit der Sie sich angemeldet haben. Ja, sie@gmail.com. Okay, vielen Dank. Dann bitte in die Kamera schauen, ich werde ein Foto von Ihnen machen. Vielen Dank. Jetzt aktiviere ich Ihre Kamera und Sie platzieren doch vor, bitte Ihr Ausweisdokument. Doch, wir sind mit der Webversion an, okay. Dann bitte das Ausweisdokument vor die Kamera halten. Ich werde ein Foto davon machen. Mhm. Vielen Dank. Ich schalte wieder zur Frontkamera und Sie lesen mir bitte die Ausweisnummer vor. Die befindet sich rechts oben auf der Vorderseite Ihres Dokuments. Mhm. Das ist C9 Nordpol. Okay, sehr schön. Dann können Sie jetzt Ihren Identcode anfordern. Das tun Sie mit einem Klick auf den dafür vorgesehenen Button Identcode per SMS erfordern. Mhm. Und dann tragen Sie bitte wieder hier in die App ein und bestätigen dann. Nachdem ein Foto vom Ausweis bzw. Reisepass und ein Foto vom Gesicht angefertigt worden ist, bekommt man einen Verifizierungscode auf die App gesendet, auf das Smartphone und diese muss man nochmal eingeben, dann ist der nächste Schritt erreicht. Vielen Dank, der Identifizierungsprozess ist damit abgeschlossen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, auf Wiedersehen. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. Zusammenfassend lasse ich sagen, die Kontoeröffnung bei Number26 ist wirklich sehr, sehr einfach. Sie beginnen den Kontoantrag, Sie brauchen dafür nur ganz, ganz kurze Zeit, wenige Minuten und bestätigen dann die E-Mail-Adresse, wenn das fertig ist, werden Sie eingeladen, die Video-ID zu machen. Sie können zwischen 8 und 24 Uhr jeden Tag, also sonntags auch und auch an Feiertagen, das Videogespräch machen und sich dort legitimieren. Wenn das abgeschlossen ist, ist Ihr Konto eröffnet. Sie können sich sofort danach einloggen, also entweder denn über den feststehenden Computer oder auch über das Smartphone. Sie haben ja schon die Zugangsdaten, wenn Sie sich einloggen, sehen Sie gleich Ihre neue Kontonummer mit IBAN und können loslegen. Sie können die erste Überweisung starten, Sie können das Konto vollkommen nutzen und die Mastercard bekommen Sie ja automatisch zugeschickt, das in wenigen Tagen per Post, die wird dann einfach nur noch aktiviert über die App und ist alles fertig. Ihre eigene Kontoeröffnung werden Sie vermutlich ziemlich schnell selbst hinbekommen haben. Falls noch Fragen offen sind, die dieses Video noch nicht beantwortet hat, stellen Sie die gerne unter dem Video über die Kommentarfunktion, auch in diesem Artikel auf unserem Spezialportal. Und ich helfe gerne mit Antworten, mit den Erfahrungen. Ich selbst gehöre, glaube ich, zu den größten Fans von Number26, von diesem kostenlosen Bankkonto. Ein Hinweis noch für die Leute, die uns außerhalb von Deutschland anschauen. Dieses Konto kann man ja mittlerweile eröffnen mit Adressen auch in anderen europäischen Staaten. Es werden noch weitere hinzukommen. Wenn Sie jetzt aus dem Ausland sozusagen das schauen, gehen Sie einfach über den Link direkt unter diesem Video in unseren Artikel rein. Dort gibt es eine Länderliste, die von uns aktualisiert wird, welche Länder schon dieses Number26-Konto eröffnen können und in welchen Sprachen es schon verfügbar ist. Wir bleiben am Ball dran und wenn Sie auch am Ball dran bleiben möchten, dann empfehle ich Ihnen
einfach bei uns oben zu abonnieren, weil es wird weitere gute Clips, also es wird weitere Clips geben zum Konto. Dann bleiben Sie einfach am Thema dran und wir sehen uns dann demnächst in einem neuen Videoclip. Bis bald!